Was wissen wir jetzt eigentlich aus den Spieldateien, was in diesem Live-Event jetzt eigentlich passiert oder nicht? Mein Screen ist shaking! Mein Screen ist shaking! Erdbeben! Erdbeben für den Stadt! Tut mir einen Gefallen, nehmt euch 5 Sekunden Zeit, haut den Creator-Code HeySDunny ein. Damit unterstützt ihr Turniere, wohltätige Zwecke und wäre auf jeden Fall mega nice und ehrenhaft. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite und dem Polar Peak Live Event, dem einzigen Video zu dem Polar Peak Live Event, das ihr kennen müsst. Ich zeige euch in diesen laufenden Videos, was ihr mit diesem Live Event erwarten könnt, wann es stattfindet, warum die ganzen Streams von diesen 24-Stunden-Streams und so weiter alle gelogen sind. Ja, es ist wieder eines dieser Videos, aber hört mich ein bisschen erstmal an, bevor ihr schnell alles durchspringt, das ganze Video durchspringt. Hört auf jeden Fall alles durch. Ich decke auf jeden Fall einige gelogene und betrügerische Livestreams auf hier und hier zeige euch auf jeden Fall Beweise. Und warum das einzige Video sein sollte, ist einfach, damit sich das Ganze nicht verbreitet, weil es verbreitet sich. Es wird immer schlimmer. Warum? Weil es funktioniert. Seit ein paar Tagen wissen wir ja, dieses Auge ist einfach so aufgetaucht. Seitdem rastet natürlich jeder Shit-YouTuber, wo die Betonung liegt wirklich auf Shit-YouTuber, aus, weil natürlich jetzt sofort, jetzt immer, jede Sekunde irgendwas passiert und es wird immer schlimmer, wie die Reaktionen sind und die Lügen und Betrügereien dabei sind. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr dieses Video wirklich mit euren Freunden teilt, denen ihr einmal Bescheid sagt, weil es das wirklich die Leute informiert werden müssen. Weil es gibt immer noch sau viele, die dem Ganzen glauben und sau viele, die dem Ganzen glauben und denen diese Streamer zuschauen und die als Ehrenmänner abstempeln, dass sie ja so toll das Ganze, die Leute informieren und jede Sekunde hier auf dem laufenden Stand halten, obwohl alle wissen, dass dieses Live-Event gar nicht stattfindet jetzt. Deswegen können wir auch in die Spieldateien gucken, was können wir jetzt so ein bisschen halbwegs erwarten. Ne? Auch da gucke ich ein bisschen rein. Schaut auch auf meinem Zweitkanal StanLolWatt mal vorbei und hinterlasst dort mal gerne ein Abo, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos wie Reaction, andere Games, Fortnite-Reactions, die rauskommen, vielleicht haben sie mal Brawl Stars, keine Ahnung, alles, was dort reinkommt. Schaut auf jeden Fall vorbei, StanLolWatt. Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, ja, aber Stan, wissen wir doch schon alle. Du hast doch schon zu Greasy Groove ein ganzes Video gemacht und so weiter. Wir wissen doch schon alle, dass Fake ist. Nun, vielleicht war das jetzt zu Greasy Groove. Jetzt glauben die Leute wieder, dass es Polar Peak das richtige Event ist. Ne? Greasy Groove ist jetzt schon mehr oder weniger Schnee von gestern. Jetzt gucken alle auf Polar Peak und tatsächlich erzählen die Leute, ne, die Risse werden größer. Jede Sekunde wird dieser Berg kleiner. Jede Sekunde schmilzt diese Eisschicht. Ist nicht ein Zentimeter kleiner geworden. Seit 5 Tagen ist nicht ein Zentimeter der Riss größer geworden. Nicht seit 1 Zentimeter ist diese Eisschicht kleiner geworden. Und ihr kennt es bestimmt, Leute. Vielleicht hat euch YouTube in den letzten Tagen eines dieser Streams empfohlen. Weil YouTube nur mal denkt, boah, diese Streams, die gehen ja richtig gut ab. Und Streams lieben wir. Wir wollen ja Twitch ein bisschen den Hals abschneiden und so weiter. Deswegen empfehlen wir euch diese Dreck-Streams einfach mal weiter. Ihr interessiert euch für Polar Peak? Hier ist ein Livestream gerade dabei, wo 10.000 Leute draufklicken, weil die genauso drauf interessiert sind. Also muss dieser Stream natürlich schön empfohlen werden. Und der Algorithmus, der freut sich. Und der Wien-Schnitzel, ne, darüber. Oh, da ist ein richtig schönes Video und das bringt schön Geld ein. Und deswegen verbreiten wir das Ganze mal. Und das Problem dabei ist, es breitet sich auch nach Deutschland aus. Schon der erste Shit-YouTube. YouTuber in Deutschland macht jetzt auch Tag für Tag 10 Stunden Streams, wo er sich diesen Eisblock zuschaut. Und Leute, das ist genau das gleiche, als wenn ihr euren Grashalm im Garten zuguckt, wie er wächst. Und zwar wächst er kaum, bis es gar nicht, ne? Aber jeden Tag wird immer die gleiche Geschichte erzählt, Leute. Es könnte ja was passieren, wir wissen es nicht. Ne, das wird, man sichert sich ja ab, man will ja nicht als Lügler dargestellt werden. Nun, und unabhängig davon, ob euch YouTube das empfohlen hat oder ob ihr selbst danach gesucht habt, wahrscheinlich ist es Fakt, wir alle haben einmal draufgeklickt. Ich habe auch auf viele draufgeklickt und es ist immer wieder die gleiche gelogene Geschichte. Schreibt F in den Chat rein, die Riss wird größer und das größtneueste Exemplar in dieser gesamten Geschichte, und ich lüge euch nicht an, Leute, es wisst ihr, wenn ihr in sozialen Medien unterwegs seid, ist es, mein Screen ist shaking, Erdbeben, Erdbeben für den Stadt, mein Bild wackelt, auf Englisch wohlbemerkt, ne, während der Typ die ganze Zeit mit der Maus wackelt und eigentlich gar kein Erdbeben stattfindet. Und das ist die Spitze der Traurigkeit. Und das ist aber nur traurig für die Fortnite-Community, dass es Leute gibt, die das Ganze glauben. Und da stelle ich mir so die Frage, wie alt muss man sein, um das zu glauben? Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, das wird doch keine Sau glauben, denkt ihr jetzt, ne? Hier bei diesem kleinen Kollegen hier, den ich auch schon live mal hops genommen habe, der zu mir selber gesagt hat, hey, ich nehme deine Kritik an, danke, dass du mir sagst, dass dieses Event nicht passiert. Aber 3 Tage später mit einem dicken Mittelfinger, fuck you, ich krieg hier eine Menge Views und Geld dadurch rein und deswegen mache ich das Ding einfach mal weiter.
neues Godzilla-Event startet, Monster-Ausbruch-Event, Polar Peak bricht auseinander, ne? Greasy Groove bald zurück und diese Geschichte. Und die Leute glauben das. 4.000, 5.000 Likes, also gibt es mindestens 5.000 Leute, die den Kollegen geglaubt haben. Das darf sich hier in Deutschland nicht durchsetzen, Leute. Wenn das hier sich in Deutschland weiter durchsetzt, weil auch andere dann auf einmal sehen, hey, das funktioniert ja ganz geil. Ich krieg sonst keine Zuschauer, aber wenn ich jetzt so einen Stream mache, kriege ich die besten Views in meiner gesamten Lebensgeschichte wahrscheinlich, ne? Ich meine, statt 2.000 Views als übliches Video, ne, kriegst du auf einmal 119.000. Ist ein Unterschied. Da wird natürlich jeder schwach, gerade wenn du nicht viele Zuschauer hast. Selbst bei mir in den Kommentaren schreiben einige rein, ey, ich bin 9 Jahre alt, aber selbst ich glaube dem Ganzen nicht und weiß, dass das einfach nur gelogen ist. Also muss man noch jünger sein als 9 und das Ganze zu glauben. Und das Problem dabei ist, die wollen es gar nicht akzeptieren, dass sie gerade angelogen ist. Wenn du denen gerade sagst, ey, du wirst gerade voll reingelegt und du glaubst das Ganze noch, dann sagen die dir, nein, du bist dumm. Du bist dumm, du hast keine Ahnung, hör auf, andere zu haten, das sind alles Ehrenmänner. Sieht man bei mir auch in den Kommentaren tatsächlich. Wenn ihr denkt, Austin, du bist aber immer der Einzige, der hier die ganze Zeit rummeckert. Keemstar hat schon das Ganze angekreidet. Oh my god, guys, we're going in right now, dude. Oh my god. Guys, wait, update? There's an update in 2 minutes? This is the cringiest shit I have ever seen. This kid has 15,000 viewers and he's like... No freaking way, dude. No freaking way. Freaking out over nothing. Oh my god, who's gonna be my 8,000 likes? Who's gonna be my 8,000 likes? Listen to this. He's just tricking people into liking the video and subbing to his channel. And everyone's cool with it. They're like, yeah. He told people if they like the video and sub to the channel, they automatically get mod. What is this? There really are like fucking 5-year-olds watching Fortnite. There's no way anyone above the age of 14 would watch this. I'm embarrassed for the goddamn Fortnite community on YouTube. This guy's like one of the biggest streamers right now. Dakin hat das angekreidet. Svenos, ein Profispieler, sagt auch schon das Ganze ist Quatsch. Ein etwas größerer Army-YouTuber namens Avery hat auch schon ein Parodie-Video dazu gebracht. Also das verbreitet sich schon kreuz und quer. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, aber na, dann ist das halt so. Kann man doch nicht verhindern. Da sollte man das Ganze ignorieren. Nun, verhindern kann man es nicht, ne? Man wird ja quasi dazu gezwungen. YouTube empfiehlt das Ganze, obwohl man eigentlich gar nicht vielleicht das Ganze sehen will. Aber es pusht einfach diesen Livestream so dermaßen krass raus, dass jeder damit konfrontiert wird. Und natürlich ist es unvermeidbar, wenn man das Ding immer ins Gesicht gedrückt bekommt und jeder zu Gesicht bekommt, um da drauf zu drücken, ne? Und das ist natürlich mega, mega problematisch aus zwei Gründen. Erster Grund ist es, wenn dann wirklich ein Live-Event stattfindet. Wenn ein legitimes Live-Event dann stattfindet, bei dieser ganzen Geschichte und dann wirklich alle das streamen werden. Dann werden auch alle große und vertrauenswürdigen Menschen das streamen. Ne? Nicht nur ich, iOleg, Standardskill und Ninja und Trimax. Alle werden dazu natürlich einen Livestream machen und das Ganze sich angucken. Es ist Live-Event halt, ne? Und falls jetzt irgendjemand dabei vorne ist, wo ihr sagt, ja, aber die clickbaiten doch genauso. Es gibt einen Unterschied zwischen Clickbait und Lügen, ne? Clickbait ist einfach nur mal ein bisschen die Leute dazu holen, ob ihr das jetzt mögt oder nicht. Sei dahingestellt. Aber die Leute zu verarschen und zu sagen, hey, schaut jetzt 24 Stunden meinen Stream, weil mein Screen ist shaking, das ist pure Lüge und das ist ein purer Betrug, ne? Das zweite Problem ist natürlich, die klauen jedem Content Creator, der normale Videos produziert, natürlich die Zuschauer und auch natürlich die Zeit, die die Zuschauer in Videos investieren. Ja, jeder Mensch hat natürlich auch ein normales Leben oder hat nur bestimmte Zeit, Videos zu gucken. Und wenn Leute dann 10 Minuten lang so einen Stream gucken, sind das 10 Minuten weniger, die ein anderer YouTuber vielleicht genauso gut bekommen könnte. Und dadurch sterben die größeren YouTuber, beziehungsweise einfach normale YouTuber, die ihre Zuschauer nicht verarschen, aus. Ich stelle das jetzt ein bisschen krass dar, weil wirklich aussterben tut jetzt kein größerer YouTuber dabei. Aber trotzdem verlieren die natürlich ihre Zuschauer und natürlich die Leute, die Videos anklicken, weil YouTube sieht, ey, der Typ da, der macht üblicherweise Fortnite-Videos, aber aktuell macht er nichts zu Polar Peak. Aber der Typ macht was zu Polar Peak, dann empfehle ich lieber den Typen, der Polar Peak macht. Und lass mal das eine Video von dem, wo er 50 Stunden reingesteckt hat, lass dich mal ein bisschen weg, scheint gerade nicht so relevant zu sein, weil der Algorithmus halt einfach nicht schlauer ist. Der denkt, Polar Peak zieht gerade die Zuschauer an, also es ist das Nummer 1, was die Leute sehen wollen. Und wenn du dann dazu kein Video rausbringst, wenn du dann nicht mitmachst bei dem Ganzen, dann wird dich YouTube weniger empfehlen, weniger Zuschauer, weniger Klicks. Wenn die Leute, die ihr originelle Videos produzieren, kriegen weniger. Und was führt das, wozu führt das? Dass viele Leute dann genauso die gleiche Geschichte machen, um halt auch mitzuhalten, damit YouTube die nicht aus dem Fenster rausschmeißt. Davon abgesehen, aber das Problem bei vielen dieser Streamer ist es auch, wie
die ihre Streams starten. Das hat der YouTuber JT rausgefunden. JT ist ein englischer YouTuber, der deckt auch Lügenstreamer auf und deckt Fake-Geschichten auf. Könnt ihr gerne auschecken. Er hat das festgestellt, er hat ein paar von denen abonniert und dann hier geschaut, was passiert, wenn die eigentlich live gehen. Und dabei hat er festgestellt, dass wenn die live gehen, die einen ganz anderen Titel haben. Und zwar als Titel, jeder, der in diesen Livestream reinkommt, bekommt 13.000 V-Bucks. Das ist die erste Nachricht, die dann YouTube an die Glocke pusht, ne, als Notification raushaut und ihr dann als Nachricht bekommt, ihr bekommt jetzt 13.000 V-Bucks. Dann klickt ihr auf diesen Screen drauf und dann haben die den Titel schon geändert, so von wegen Polar P Live Event passiert. Aber diese Nachricht ist schon längst raus, diese Notification, diese Nachricht, dass dieser Stream gestartet ist, jeder kriegt 13.000 V-Bucks, ist halt raus. Und deswegen klickt da jeder drauf, um da reinzugehen. Damit wird der Stream nochmal ordentlich gepusht, weil natürlich jeder draufklickt. Und dann verbreitet sich das Ganze nochmal weiter verbreitet, ne, und verbreitet und YouTube denkt sich, wow, geil, dieser Stream, der kommt richtig gut an, die Leute klicken drauf, weil hier das krass abgeht, aber dass das Titel einfach mal live geändert wurde, um die Leute, sag ich mal, anzulocken, das ist die größte Betrügerei, die ich in meinem Leben gehört habe. Was wissen wir jetzt eigentlich aus den Spieldateien, was in diesem Live-Event jetzt eigentlich passiert oder nicht? Ich kann ja viel erzählen und dies, das, falsch, ne, die betrügen, die Papo. Aber damit ihr auch wirklich wisst, was jetzt auf euch erwartet und wann es euch erwartet, das Erste, was ihr festhalten könnt, ist es wird noch dauern. Es wird wirklich noch ein paar Wochen dauern, Leute. Wir haben dieses Auge jetzt vor 5 Tagen bekommen, schön und gut. Aber in den Spieldateien gibt es bisher tatsächlich nur 2 Sachen. Das linke Auge und einen Kopf. Der Kopf wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen sich aktualisieren. Dann wird es hier ein bisschen mehr von dem Kopf zu sehen sein, wo auch das Auge hingehört, ne? Das wird sich aktualisieren. Aber wenn dieses Monster wirklich hier ausbrechen soll, ne? Wo ist der Körper? Wo sind die Füße? Wo ist allgemein irgendwas? Wo ist das rechte Auge? Das rechte Auge fehlt noch, ne? Das ist das linke Auge. Diese Dateien in den Spieldateien fehlen. Die fehlen, die existieren noch gar nicht. Und ohne, dass ein größerer Patch jetzt wieder passiert, und der kommt erst nächste Woche raus, ne? 9.2 kommt raus, erst dann kommen wieder neue Spieldateien rein, dann wissen wir erst wirklich, dann kommen wieder neue Dateien rein und dann kann auch wieder was Neues passieren. Das heißt, es wird jetzt erst Woche für Woche, Stück für Stück ein bisschen weiter freigelegt, ohne dass was Größeres passiert. Tatsächlich, seit Season 9 werden Live-Events auch in Fortnite verschlüsselt. Wir können halt nicht mehr angucken, wie dieser Kopf aussieht. Wir wissen nicht, wie dieser Kopf aussieht, aber wir wissen, dass es den Kopf gibt. Wir sehen den Dateinamen. Das ist halt fest und das ist auch safe. Deswegen kann man auch nicht sagen, die Dateien sind verschlüsselt, also wissen Sie, können wir den ganzen Körper nicht sehen. Auch das ist gelogen. Das ist fake. Das heißt, ohne dass wir ein nächstes Update rauskommt, kann es gar kein Monster hier ausbrechen. Kein größeres Monster, weil es einfach das Monster noch gar nicht existiert in den Spieldateien. Und ohne den Patch kann das auch nicht reinkommen. Es braucht erstmal wirklich einen Patch, der das Spiel aktualisiert. Und dann kann es neue Dateien geben, die wir angucken können. Jetzt werdet ihr euch aber vielleicht denken, ja, kannst du mir aber viel erzählen. Aber ich war ja so krass. Bin hier hinter das Auge gegangen und dann habe ich diese Live-Event-Box gesehen. Diese Live-Event-Box sagt mir definitiv, jetzt passiert das Live-Event, jetzt jede Sekunde muss dieses Event passieren. Nun, zu doof ist, dass es keine Live-Event-Box ist oder irgendeine Event-Box allgemein. Es ist ein Platzhalter, die es irgendwas dort austauschen soll oder irgendwas triggern soll. Es ist irgendein Trigger, irgendein Platzhalter, dass sich dort irgendwas aktualisieren muss oder kann. Und deswegen ist diese Box auch da. Und ich denke mal, diese Box ist dafür da, dann auch, dass der Kopf, den wir aktuell in den Spieldateien haben, auch aktualisiert wird. Dann sehen wir ein bisschen mehr hinter das Auge, dann sehen wir ein bisschen den Kopf von dem Ganzen und nicht nur das Auge. Und deswegen ist dieser Platzhalter da. Ein weiterer Grund, warum das keine Event-Box ist, ist auch in den Spieldateien. Diese kleinen Würfel werden in den Spieldateien als Location Cube genannt, also Ortswürfel, ne? Es hat nichts mit Kevin, dem Würfel, zu tun. Es ist ein Würfel, aber es ist nicht der Würfel, Leute. Es ist nicht der Würfel, es ist nicht Kevin, der Würfel. Auch Kevin kommt nicht zurück, nur weil ein scheiß weißer Würfel hinter der Wand ist, ne? Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, ja, aber wenn da ein Event Cube ist, dann wird ja Greasy Groove ja bestimmt wiederkommen, weil auch, da ist ja auch eine Event Box, da ist auch eine weiße Box. Das heißt, es muss ein Live-Event ja sein, ne? Nun, zu doof ist nur, dass diese weiße Box in Greasy Groove schon seit Season 7 dort ist. Auch dazu habe ich einen Beweis, Leute. Greasy Groove im Eis betreten Glitch Season 7 hochgeladen am 31.12.2018. Schon ein bisschen her. Zu Season 7 war ich ja schon in Greasy Groove hinter dem Eis drin, habe mir das Ganze ja schon angeschaut, ne? Übrigens, Dankeschön für 170.000 Zuschauer und fast 8.000 Likes. Mega Dankeschön für den Support natürlich, ne? Ist super angekommen. Und wenn man sich dieses Video anschaut, wenn man sich das Ding anschaut, da ist der Event Cube, Leute. Da ist der Event Cube.
Wenn das ein Live-Event-Box ist, warum ist sie da schon seit Season 7 da und bis heute hat sich doch nicht ein einziger Fleck in Greasy Groove geändert? Weder in Season 7 ist ein Live-Event in Greasy Groove gewesen, noch in Season 8 hat sich dort irgendwas aktualisiert und das ist da schon seit Season 7 da. Hat damals keinen Livestream zugemacht. Warum gab es da keine 100.000 Livestreams, wo die Leute diesen weißen Würfel angeschaut haben oder dabei ausgerastet sind? Vielleicht denkt ihr euch jetzt aber, ja, aber wahrscheinlich haben die das ja schon seit Season 7 geplant und wollen jetzt das Live-Event machen. Für ein Live-Event macht das keinen Sinn. Für ein Map-Update? Schon eher, ne? Dass Greasy Groove wahrscheinlich komplett zerstört wird, nachdem das Monster ausgebrochen ist, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ich meine, ist direkt nah dran. Dass es komplett im Boden gleich gemacht wird und dass deswegen aktualisiert wird, sehr, sehr wahrscheinlich. Und deswegen haben die das wahrscheinlich schon seit Season 7 dorthin gepflanzt und warten nur darauf. Wobei das aber auch ziemlich, ziemlich früh ist und auch keinen Sinn macht, so früh in das Spiel einzubauen. Weil ich meine, das sind wirklich Monate, das ist ein halbes Jahr im Voraus, ne? Wo die angeblich da irgendwas planen oder so weiter. Auch wenn die sehr, sehr weit planen, müssen die das ja nicht so schnell in die Spieldateien einbauen. Von daher, wozu auch immer dieser Platzhalter in Greasy Groove ist, er ist nicht neu, ist kein neues Indiz, dass irgendwas jetzt hier passiert und sich aktualisiert hat. Eine weitere Sache, große Live-Events, große, also wirklich große Live-Events, haben immer einen Countdown in diesem Spiel. Ne, Vulkan Ausbruch hatte eine Uhrzeit angegeben. Hier, Eiskönig hatte die Fernseher gehabt. Auf dem Fernseher war wirklich ein Countdown zu sehen. Die Rakete hatte einen Countdown gehabt, ne? Und auch alle anderen Events hatten wirklich einen Vorreiter. Es ist wirklich Stunde für Stunde was passiert und man konnte sich die Zeit zusammenreimen. Zum Beispiel auch bei den Podesten, ne? Es gab ein festes Muster. Um 18 Uhr hat sich das immer aktualisiert. Hier hat sich bisher einmal nur was aktualisiert. Es gibt kein Muster, es gibt keinen Rahmen oder irgendwas in diese Richtung. Ne, und wenn ihr diese ganzen Informationen hier zusammennimmt, glaubt ihr wirklich, dass jetzt jede Sekunde da irgendwas aktualisiert? Es fehlen noch komplette Teile des Monsters, ne? Es fehlt noch ein kompletter Körper. Wenn da irgendwas ausbrechen soll, wo soll das dargestellt werden? Soll da nur ein fliegendes Auge in der Luft dann sein oder was? Bedeutet nicht, dass der Berg jede Sekunde kleiner wird, wie diese Leute da verkaufen. Das hier, seht ihr? Das ist einfach nur ein Effekt, der jetzt einfach runterbröckelt, damit es hübscher aussieht. Das heißt aber nicht, dass er kleiner wird. Auch das kann ich beweisen, ne? Schaut euch mal einfach diesen Riss an, so ein bisschen von oben an, ne? So, hier ein bisschen diesen Riss an, ne? Der sieht auch ganz fein aus. Hier ein bisschen so diese Stufe. Und hier ist das Video vom 25.05. Das ist das, bevor überhaupt das Auge aufgetaucht ist. Und schaut mal jetzt mal die Risse oben an. Ne? Ist der gleiche Riss, ist der gleiche Umriss. Kann man sogar schön hin und her schalten, ne? Wenn man so schön hin und her schaltet, Leute, sieht man 1:1. Ist nicht ein Zentimeter größer oder kleiner geworden. Oder dieser Berg ist auch nicht einen Zentimeter kleiner geworden. Es ist 1:1 der gleiche Berg. Seit Tagen hat sich nichts aktualisiert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mehr Informationen zu dem ganzen Event verschaffen, dass ihr jetzt wisst, wann das stattfindet. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt und ein Like da lasst und wie gesagt auch das Video verbreitet. Abo und Glocke aktivieren und wenn das Event wirklich stattfindet, dann schauen wir uns das auf jeden Fall an und gebt mir Flosse. Flop! Abonniert Stemplay, Doppelpunkt B.